Hey yo zusammen, herzlich willkommen zu Let's Plays. Ich wollte schon wieder Strong Crusader sagen, nein, es ist immer noch Crusader Kings 3. Heute mal ohne Webcam, weil ich möchte nicht dauernd im Dunkeln sitzen mit der LED-Lampe über mir. Ja, ich möchte mal Tageslicht genießen. Außerdem bin ich nebenbei noch am Essen, das muss auch keiner sehen. Und so viel nimmt die Webcam jetzt auch nicht weg. Oder gibt sie dem Spiel, würde ich sagen. Wird's wieder geben. Aber nachdem das eh eher ein privates Projekt ist. Ich habe einfach Bock zu zocken. Ne? Ich habe einfach Lust zu spielen. Und das aufzunehmen. Macht's halt lebendiger. Weil ich nicht für mich alleine hock. Sondern ihr alle seid mit dabei. Wer auch immer das ist. Ne? Das macht's besser. Das macht spannender, das macht spaßiger. Und deswegen mache ich das jetzt so. Aber von hinten das Tageslicht zu haben, ist einfach... Das Ding ist, wenn ihr aufwacht und sofort in einem abgedunkelten Raum mit künstlichem Licht seid, das ist nicht so gut. Also ich habe das jetzt letztens gemerkt, der Schlafrhythmus ist dann total kaputt. Es fühlt sich doof an. Ich möchte schon, selbst wenn ich den Tag nur vom PC verbringe und verschwende, möchte ich was vom Tag haben, und das ist halt das Tageslicht. Das ist schon irgendwie wichtig, finde ich. Also, schauen wir mal, was wir machen. Hier hat Stress, aber dem kann ich ja nicht beitreten. Hier hat Stress, aber dem könnte ich beitreten. Nein, könnte ich nicht. König Drakis Droaslov ist nicht mein Verbündeter. Na gut. Und auch nicht mein Lehnsherr und nichts. So, wir haben wieder ganz viele Tooltips. Kultur, das ist noch wichtig, ja. Aber die machen wir ja gerade, glaube ich, hier, ne? Kultur fördern, genau. So. Für alle, die sich wundern, was es gibt. Es gibt billiges, gut und günstig Schokomüsli mit laktosefreier Milch. Die ganz gut ist. Die schmeckt gut. Die ist nur 20 Cent teurer. Geht schon. Bündnis ausgelaufen. Ungültig. Das ist nicht gut. Wer übernimmt jetzt? Der Graf. Ich bin nicht mehr mit dem verbündet. Kann ich eine Heirat arrangieren? Zwischen ihm, Graf, das ist meine Tochter, oder? Ja, aber der hat nur 400 Truppen. Gibt's das Bundes ja nicht mehr. Flexibler Anführer, Vasallin. Mein leichtsinniger Vasallin, Graf Stefan, das ist mein Ritter. Ne, den ich ja cool gemacht habe. Das ist wichtig. Habe ich ja hier oben Passberg gegeben, genau. Ist für sein Kampfgeschick bekannt, insbesondere in Bereichen, in denen mir dieses fehlt. Ah! Au! Oh. Flexible Anführer. Das ist schon stark? Oder ich habe Besseres zu tun. Aber dann setze ich Prestige ein. Oder ich bekomme Prestige, zahle Gold und erhalte Anspannung. Ich habe schon Anspannung. Flexibler Anführer. Gegnerischer Defensivvorteil minus 50%. Für immer? Oh, das ist stark. Was kann ich denn machen? Ich kann noch... Ja, ich kann wieder jagen gehen. Und... Festmahl kostet jetzt 100. Das war mal günstiger. Ja, aber ich bin das Herz auch, ne? Na, mal gucken. Machen wir mal. Und auf die Jagd gehen wir auch. So. Schauen wir mal. Das sind wieder zwei Fertigkeiten. Gold liegt halt so, naja. Jagd verletzt. Fängt ja schon mal wieder super gut an, ne? Also, hallo?
Ich presche durch das Gelände und hole langsam die Beute ein, die ich seit Stunden verfolge. Als ich sie gerade zur Strecke bringen möchte, höre ich, wie mein Vasallen, Graf Stefan, vor Schmerz aufschreit. Er ist gestürzt und das Bein macht Aua. Das Ding ist, der hat zwar eine gute Meinung, aber weil er nicht im Rat ist, sinkt die immer wieder. Und ist gefährlich. Genau, dankbar nimmt ab. Der kann halt leider noch nichts wirklich. Ich meine, ja, geht schon. Irgendwann kommt er in den Rat. Prestige zu haben wäre gut, aber ein massiver Bonus und Bildung, das machen wir. Das ist ganz solide. Wir haben den König beeinflusst, das ist gut. Das ist aber sehr gut. Der hat Geld, Prestige, Truppen, der hat alles. Rückkehr aus der Wildnis, das war's? Wow. Wow. Flexibler Anführer, endlich weiß ich, worum es bei dem ganzen Getue ging. Beeindruckend, mein Fürst. Meine Neigung zu den Lehren von Brasche macht nicht überraschend, doch ich bin trotzdem zufrieden. Okay, kein direkter Effekt. Ja, schauen wir mal. Alles ein bisschen seltsam hier. Aber okay. Ich würde gern. Ich habe so wenig Ritter. Ihr könnt mal wieder Ritter einladen. Es könnte sich lohnen. Der fingiert schon Ansprüche. Okay, das passt. Der hilft mir, der macht Kultur, der macht das. Ja, passt. Heimische Angelegenheit, intern Krieg, Vasallenteilnahme erzwungen. Meinung erhöhen. Ist auch nicht schlecht. Ritter ist eingetroffen, König Ludwig ist beeinflusst. Ja, das haben wir ja schon. Machen wir ein bisschen langsamer. Das muss kein guter Ritter gewesen sein. 16. Nee. Also Landfried von Lechsgmünd ist auch sehr stark. Mein Rat ist halt, klar, der ist halt auch ein mächtiger Vasall, ne? Ihr könnt einen neuen Vorzug. Oh, das ist sehr gut. Okay. Oder? Unglücksritter, seltene Anwerbekosten. Oh, das ist auch ziemlich stark. Flottentempo, Belagerungstempo, Bewegungstempo. Oh, das ist nicht schlecht, aber ich habe noch keine wirklichen Truppen. Deswegen bringt mir all das gar nichts. Na? Und hier kriege ich dann noch Unglücksritter. Hier bekomme ich Armeeunterhalt. Das ist stark, das sollte ich machen. Und Festungsstufe. Dann gehen wir jetzt links lang runter. Ja. Ich bin halt schon alt. Was ich gucken wollte ist, kann ich einem Kind einen Lebenswandel machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was sehr schade ist. Feindselig ist nicht gut. Ne, ich kann sie nur verführen und Liebesdinge machen. Und unterrichten, aber. Ja, und beeinflussen halt, aber. Ne, 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 ne. Nee. So, die sind verlobt. Der ist verlobt. Da ist verlobt. Alles verlobt. Alles verlobt. Hab keine Kinder mehr. Viele Kinder bedeuten halt viele Bündnisse. Deswegen sind viele Kinder wichtig. Muss man auch wissen, ne? Engelbert. Sohn von. Und, aha. Hegt geheime Gefühle. Okay. Er könnte stur sein. Das ist nicht schlecht. Ja, rachsüchtig gefällt mir jetzt nicht und keusch erst recht nicht. Dann bleib stur. Stur ist okay. So, wenige Ritter, das mache ich ja. Prinz Karl den Krieg erklären, ist nicht so cool. Graf Stefan will was und Bürgermeister
will auch was. Der ist auch ein mächtiger Vasall. Uff. Aber das war der Feigling, ne? Nee. Freisprecher. Ja, aber er kann halt nichts. Das ist das Ding. Der Wille, mein Rat, kann aber nichts. Das ist das Problem. Es ist den Bürgermeister von Kaufbeuren, der nichts kann, der sollte, und der Rat Mitglied sein möchte, der sollte zum Ritter gezwungen werden. Kaufbeuren. So. Der muss Ritter werden. Na? Stefan ist Sohn und Erbe, der nicht. Engelbert. Der will. Der ist im Rat. Als was? Als Ratsspitze. Da habe ich doch sicher auch bessere Leute für, oder? Ah ja, Graf Stefan. Okay. Der ist eh schon verwundet. Graf Stefan ist darin besser. Ist ein Ritter, ist ein mächtiger Vasall. Weil der ist... Gut, das ist ein Antagonist. Das ist natürlich fies. Weil wenn ich den jetzt austausche, dann wird der richtig, richtig böse. Ja. Okay. Ja, aber das... Ne? Der ist einfach viel, viel besser, der Graf Stefan. In dem Sinne. Bis... Wie lange trägt ihr mir das nach? 10 Jahre. Oh, gut. So. Der sollte jetzt auch... Rittern. Mir ist das Bürgermeister Engelbert. Weil der hat mir so viel Kummer bereitet mit seinem blöden Schwachsinn. Kann halt nix. Okay. Und ganz im Ernst, mit 66 Truppen ist das kein mächtiger Vasall. Bei aller Liebe nicht. Hier, Eichstätt ist da 1000-mal gefährlicher. Wieso hat eigentlich Parsberg keine Truppen? Hat er. Okay. Ja, siehst. Also, easy. So. Ihr könnt die Bande von Graf Stefan... Ja, könnte ich. Dass ich sag, er macht mir mehr Kohle. Aber... Was bringt's, ne? Weil, klar, die Steuern gehen hoch, aber er macht gerade eh wenig Steuern, weil er mich nicht als rechtmäßigen Lehnsherrn ansieht oder wie auch immer das mit diesem, mit dem Krams hier mit Hohenburg und Leuchtenburg ist, die brauche ich noch. Eher sagt er, ist nicht. Das heißt, hier was zu ändern bringt gar nichts. Deswegen lassen wir das auch mal. Und dass mich der nicht mag, ist natürlich bedauerlich. Aber ich kann ihn gerade nicht beeinflussen. Ja. Na, ist halt so. Der mag mich halt einfach nicht. Kann ich gerade nicht ändern. Ich wollte mal gucken, ob meine Frau nicht schon wieder schwanger ist. Nee. Schade. Meinst du, langsam werden wir alt? 47? Ist nicht mehr so toll. Langsam werden wir echt alt. So. Das Ränkespiel. 12%. 20% bloß. Grundwert. Euer Rang ist niedriger, ja und? Ich dachte, die hilft mir, meine Frau. Aber anscheinend nicht. Also wenn die mir nicht hilft, dann kann ich auch wieder Ritterlichkeit machen. Weil da bin ich eh besser. Ne? Ja, obwohl... Ich weiß es nicht. Ah, okay. Da ist jemand. Herzog Tassilo von Bayern.
Der hat Meinung von mir bekommen. Ist der fett? Nee. Gut, was kann ich jetzt mit dem machen? Also ich kann kein Bündnis machen und nix. Ich werde keine Heirat arrangieren können, weil das bringt mir wahrscheinlich auch nichts. Ne? Wenn ich hier sage, hier, oh, der hat da nichts, geht nichts. Er hat einen Lehnsherr. Seine Eltern waren der Herzog von Bayern. Großer Prinz Karlmann, okay, aha. So, der hat jetzt einen guten, ein bisschen gute Diplomatie von mir. Mündel anbieten. Ich könnte ihm eine Vormundschaft anbieten. Will er nicht. Will er nicht. Will er nicht. Okay. Ja, nö, ist in Ordnung. Hätte ja sein können, dass da was geht. Doch, der ist fettleibig. Guckt's mal, der ist fett. Der ist fett, fett, fett. Herzogtum Bayern. Ach, dem gehört das Herzogtum. Ah, guckt's mal an. Vielleicht könnte ich mit dem Stress, aber der hat viele Verbündeten, da muss ich aufpassen. Schade. Aber wäre cool, wenn ich da was machen könnte, dass ich das Herzogtum von Bayern bei mir einglieder. Ist ja so mein Ziel, aber mal schauen. Eine hilfreiche Warnung. Ich habe ein Schreiben von Herzog Tassio von Bayern. Den habe ich ja gerade cool gefunden, ne? Genau, ja. Erhalten. In ihm wird behauptet, Graf Hugbert, mein Vasallen, hätte Unterstützung in einem Komplott gegen mich erbeten. Aha. Von Alpsee. Es ist ein verräterischer Schurke, das würde passen. Und er mag mich nicht sonderlich. Okay. Okay, oh, das ist teuer. Nee. Nee, 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 nee. Der ist ein verräterischer Schurke. Also, ne? Da braucht man nicht mehr drüber reden. Okay, der ist stark, der gute Johann. Den würde ich vielleicht wirklich rekrutieren wollen, weil das ist ein sehr guter Ritter. Ich brauche halt Ritter, ne? Ich hab viele Ritter. Das ist schon wichtig. Geständnis. Ha! Okay. Graf Hugbert hat keine andere Wahl, als ein Geständnis abzulegen, als er mit dem Brief von Herzog Tassilo konfrontiert wird. Wow! Wow! Kann ich ihn hinrichten, oder? Ein schwaches Druckmittel. Er hat Angst. Okay. Ja, cool. Ihr haltet Anspannung. Nö. 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 Bedroht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier diese Druckmittel einsetzen soll, weil ich hab die zwar. Und das ist auch cool. Aber, ne? Da, was soll ich mit diesen ganzen Druckmitteln hier machen? Ich kann eine Heirat, ich kann ihn einkerkern. Druckmittel verfügbar. Das wäre so eine Sache. Schaut's mal. Also, ich könnte jetzt Graf Hugo Hu von Alpsee. Jetzt pass mal auf. Von Alpsee. Wo ist denn Alpsee? Da unten. Ist mein Vasall. Der ist. Ist der im Rat? Nein, dann bringt es mir nichts.
Das ist halt diese Sache, was fange ich jetzt mit diesem bescheuerten Druckmittel an? Weil. Klar, ich kann eine Heirat arrangieren und sagen, du, der muss, ne? Ich könnte ein Bündnis aushandeln, die vorhandenen Blutsbande, um ein Bündnis mit ihm zu schließen. Naja. Naja, der hat schon Truppen. Aber er ist auch mein Vasall. Also wenn ich ihn rufe, dann muss er kommen. Deswegen, ne? So. Einkerkern könnte ich ihn. Vasallenbande ändern. Ah! Das könnte ich jetzt machen. Okay. Ich könnte jetzt sagen, du musst mir jetzt Steuern zahlen. Bam. Weil du böse warst. So. Jetzt hat er Pech gehabt. Jetzt gibt's mehr Steuern. Dafür ist es okay. Ne? Hohe Steuern, weil. Das ist nur fair, finde ich. Das mag ihm nicht schmecken, aber Pech gehabt. Selbst schuld. Was für ein Idiot. So. Ja, und hier. So, und bei dem habe ich auch ein Druckmittel. Guck mal. Weil ansonsten kann ich ihn auch einen Einkerker, eine Heirat arrangieren, aber der hat schon, dass ich sage, hey, hier, bam, mach Gold. So, das mag ihm nicht groß schmecken, aber ist jetzt erstmal wichtig. Gräfin, Stefan von Gittes, mein Sohn, Gräfin von Lienz, aber da kann ich gar nichts machen. Da bringt mir nichts. Ich kann an den Hof einladen, aber, nee. Die ist ja verheiratet mit da unten. Okay. Dafür waren jetzt Druckmittel schon mal ganz gut. Angewandte Führungseigenschaften. So, ich nehme noch mal ein. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, ein bisschen Löffel wahrscheinlich, ne? Ein Löffel Müsli. So. Mein Ratsmarschall. Marschall. Marschall Landfried. Ist der neue Ratstreffen. Ich soll ihn beeindrucken. Ich könnte ihn verwickeln in ein Gespräch. Oder er könnte mir zugucken. Aufgebotsverstärkungsrate. Oder Meinung. Er ist Langfried von Lechsgmünd. Er hat kein Titel. Wir sind Freunde. Ist er ein Ritter? Oh, er ist ein Ritter von mir. Okay, aha, Ja, kann nicht schaden. Ein Ritter, der mich mag, ist nicht schlecht. So, den Krieg kann ich ja immer noch nicht mitmachen, ne, weil. Wollen sie nicht? Ruf für Hinterhältigkeit. Ihr habt eingesetzt. Dieses Problem dort trotz des Durch. Ja, jetzt fängt der mit so einem Schwachsinn an. Leute, es kann nicht so schwer sein, so ein bisschen Ränkespiel zu machen. Ritter verbessert. Bürgermeister Breniger verbessert sein Kampfgeschick. Ist jetzt nicht so toll. Der soll ja sterben. Dachte ich. Egal, der ist alt. Ich bin auch alt. Der Rat wird sich bald ändern. Na, bald sterben alle. So, der Anspruch ist jetzt fingiert. Ja. So, ich bin jetzt im Malus. Ne, negativ. Selbst verschuldet. Kein Krieg. Die Verringerung der Größe eigener Kriegsvorregimenter. Ja, ne, 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 so. Herzog Ulm. Nö. Also mit dem will ich jetzt keinen Stress haben, weil der ist so schwach. Ach, guck doch mal an. Der ist ja schwach. Okay. Aha. Jetzt pass mal auf, ich habe doch hier diesen Anspruch fingiert, ne? Habt keinen Krieg zu? Hallo, ich hab doch. Jetzt schauen wir nochmal. Ich habe Ansprüche. Da drauf. Befehlshaber befördert. Mein Ratsmarschall hat mir stolz einen Rekruten präsentiert. Albrecht.
Glaube ich so nicht. Der hat viele Fähigkeiten. Der hat viele Fähigkeiten. Ich habe jetzt hier diesen Anspruch fingiert. Ne? So, schauen wir mal da oben nach. Das verstehe ich halt jetzt auch noch nicht so ganz. Ich habe hier einen Anspruch. Baronie von Hohenburg. Solange ich Schulden haben, kann ich keinen Krieg. Ja, aber will ich wirklich meinem Lehnsherr den Krieg erklären? Eigentlich nicht. Da muss ich warten, bis der irgendwie stirbt oder irgendwas und dann kann ich da sagen, okay. Hm. Ist halt wieder so, weil das wirklich Teil von hier diesem Schwachsinn ist, ne? Herzogtum Schwaben. Der verliert. Ist ein Herzog und ich könnte mir Ulm holen. Wenn ich Geld hätte. Und leider mag mich die Kirche nicht. Sonst könnte ich mir hier Gold erbitten. Aber ich habe keine 250, deswegen geht's nicht. Und er ist gierig und er wird mich annehmen und bläh. Geld ist so eine Sache. Ich brauche mehr Geld. Kommt aber mit der Zeit. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal wieder Glück und es gibt Steuerzeugs. Mal schauen. Muss man mal sehen. Kann ich jetzt auch nicht viel machen. Aber es sind auch Investitionen. Na. Ist gestorben. Okay. Der ist tot. Der ist sein Nachfolger. Dann können wir doch den gleich mal beeinflussen. Der ist 26. Bam. So. Herzog Tassio von Bayern. Ja. Ritter ist eingetroffen. Rudolf. 19. Hm. Glaubenskrieger, auch interessant und stark. Unbrillanter Stratege. Nicht schlecht. Kann ich mir jetzt aber nicht gönnen. Ich habe 9 Ritter. Das ist schon ordentlich. Seltsamerweise sind meine Aufgebote so gering. Die sollten ja eigentlich höher sein, aber ich krieg 0 pro Monat. Woran liegt das? Werden die jetzt höher? Nee. Wahrscheinlich, weil ich kein Geld habe. Naja gut, also im Augenblick brauche ich das nicht, dass ich mir Aufgebot habe. Aber das ist mächtig, das zu ändern vor dem Angriff. Das ist schon stark. Ja, schwierig. Ich könnte sein, dass die mir halt keine Aufgebote geben wollen. Ne? Aber hey, der ist immer noch verletzt. Waldkämpfer. Okay. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Ich muss halt jetzt warten. Ein paar Jahre, bis ich das Gold habe. Leider. Verschuldet. Mangel an Schuld heißt, das ist nicht gut. Volksmeinung, Besitztum, Steuern, Zuwachs. Oh je. Ja, da gehen die Steuern runter. Noch mehr verschuldet. Mangel an Schuld heißen. Grasch. Oh, jetzt wird's schlecht mit dem Geld. Befehls aber verbessert. Okay, komm schon mit Geld. Guter König. Guter König. Sehr guter König. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Lehnsherr König Ludwig ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der gediegene Mensch, der gediegenste Mensch, von dem ich je gehört habe? Ja, der König Ludwig, keine Frage. Ich will ihn ja beeinflussen, ne? Deswegen schauen wir mal. Den Schmerz lindern. Während ich mit Konstanz auf dem Markt war, fiel ihr ein Verbrecher auf, der im Plan gekettet war. Ah ja, sie sollte wieder hier gucken, dass sie... nach verschwöre ich Konstanz sofort, welches zu bringen, und bald kehrte sie von einem Brunnen zurück. Sie könnte mitfühlend werden. Das ist gut.
Arrogant oder gefühllos? Ja, nee, komplett mitfühlend. Ist in Ordnung. Ich will jetzt nichts mit Anspannung haben. Ich habe noch Anspannung. So, noch 2 Jahre. Monate meine ich. Komm schon. Geld. Geld, 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 Geld. Was passiert hier jetzt schon wieder? In den Krieg rufen. An den aufmerksamen Gundbert. Ich fordere euch auf, Bündnis zu ehren. Feinde. Da oben. Oh, das ist nicht schlecht. Da können wir richtig viel was machen. Wie stark ist der? Der ist stark. Die ist aber auch stark. Hat der Verbündete? Ja, der hat Verbündeten. Den da. Oh. Und den da. Oh. Der ist sehr stark. Wo hockt denn der? Direkt daneben. Und du bist. Ja, wenn ich ablehne, ist nicht so geil, ne? Bei Ablehnung 10 Meinung. Joa. Wen hat sie denn noch im Krieg? Graf Gundbert von Nürnberg? Der hat nur 400 Truppen. Der hat 1000. Ah. Also ist halt schon. Aber der kämpft schon. Der kämpft schon gegen die Jarls. Der ist schon hier in dem Krieg. Das ist halt das Ding. Der ist da schon in dem Krieg. Da schon in dem Krieg gegen so einen kleinen Jüngling. Ne? Und. Jetzt habe ich es zugemacht, ich Idiot. Hey. 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 Habe ich jetzt abgelehnt? Hallo? Wie kriege ich das Fenster wieder auf? Hallo? Jetzt ist das Fenster zu. Okay, ich speichere mal kurz, aber. Hallo? Ich habe ja nicht abgelehnt und nichts. Ich wollte da schon. Teilnehmen können. Also, hä? Okay, das war seltsam, dass ich das geschlossen habe. Genau, ich wollte halt gucken. Krieg, zack, gegen den. Und der muss schon drei, so, zwei Verteidigungen führen. Hier verliert er großartig. Hier gewinnt er ein bisschen, weil er angreift. Aber der ist gerade richtig am Poppes. Und deswegen. Machen wir jetzt Folgendes. Erstmal kümmerst du dich darum. Was ist mit Kontrolle in Gemeinden? Ach so, die ist gesunken wegen Schwachsinn. Nee, Volksmeinung. Volksmeinung. Da ist ein bisschen Kontrolle weg. Ist nicht so gut. Wieso ist denn da meine Volksmeinung geringer? Fremde Kultur, Mangel an Schuldgüter. Ah, okay. Die müsste mal hochgehen, die Volksmeinung. Ne? Okay, kann die überhaupt hochgehen? Der hat da auch 5, minus 5, minus 5, 0, 0. 80, die kann auch hochgehen. Okay. Wow. Beliebte Galionsfigur im plus 50, das ist nicht schlecht. Gut. Dann machst du jetzt das da. Einfach, dass das ein bisschen hoch geht. Ich weiß, es bringt gerade nicht viel, aber hey, man kann es ja mal probieren. Und dann sage ich dir, hier, was kann ich hier noch machen? Liebesdinge. Ich biete dir einen Kriegsbeitritt an. So, hier wird ausgehoben. Zack. Schwupp, 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 schwupp. Mein Erbe bitte nicht. Das mache ich selber. Und dann. Von rechts wegen. Aha. Hier passiert so viel Zeugs. Verbündeter des Feindes tritt Krieg bei. Okay, Verbündeter. Ihr seid Krieg. Na gut.
Mein Ratsverwalter hat mir von einem obskuren Gesetz in Grafschaft von Brixen berichtet, wonach erst nur der Herzog beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weit achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Graf Hubert, mein Vasallen, der sein Herrscher von Graf von Brixen, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Graf Hubert. Alpsee. Ja? Der Herzog hat die vollen Rechte. Ihr haltet einfach auf Grafschaft von Brixen. Deswegen ist der stark. Weil der hat zwar Alpsee hier, aber der hat den Schwachsinn auch. Okay. Aha. Von meinen Gnaden. Ich würde Anspannung bekommen. Ist mir egal, ist meins. So, hole ich mir gleich. Dann kann ich nach Ulm rein, dann kann ich da runter rein. Easy. Ist nur die Frage, wie ich das dann mache. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir erstmal hier den Stress. Das ist eine Feindarmee. Kann ich weghauen. Das sind nur noch zwei Ritter. Das ist ein Verbündeter. Sehr schön. So, hier oben ist ja Stress, ne? Feindarmee, Neutralarmee, Verbündeterarmee. Jetzt geht's ab hier. Verbündeter Feind tritt bei Karl irgendwas. Wie schaut's denn jetzt aus? 4000 gegen 4000. Oh, das ist sehr knackig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die 4000 Truppen in drei Kriegen kämpfen müssen. Während unsere Truppen nur in einem Krieg kämpfen. Na? Nämlich in dem da. Und das sieht gut für uns aus. Deswegen, das wird schon passen. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist jetzt die Frage. Ich würde gern hier das zum Beispiel einnehmen. Das ist 15 Gold wert. Gib dir. Na? Schauen wir mal. Das ist auch 15 Gold wert. Das ist auch 15 Gold wert. Ah, der Krieg, der wird Geld geben. Da bin ich jetzt sehr... sehr guter Dinge. Das ist der, den wir angreifen. Der steht da drüben. Wo ist der? Wo ist denn der? Ah, pff, so ein kleines Ding ist da oben. Aber ich finde das cool mit den Ländern und so. Das ist richtig, richtig, richtig nice. So, da oben wird gekämpft. Schlacht von Magdeburg. Das gewinnen wir easy. Also, ne, zwei Ritter im Vergleich zu einer ganzen Armee. Ja, hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert. So. Belager mal. So. Das belagern wir jetzt. Und dann kann ich ja Brixen. Das wusste ich gar nicht, dass das mir gehört. Dann kann ich hier ihm Bündnisanspruch. Mord persönlich. Mündel. Titel vergeben. Titel aberkennen. Ihr habt nicht mindestens begrenzte Lehnsautorität. Okay. Aber ich habe theoretisch einen Anspruch auf die Grafschaft von Brixen. Ich kann ihn nur nicht den Krieg dingseln. Naja. Enkel wurde gefangen. Mein Enkel Pharoin wurde gefangen genommen. Wo? Arboth. Baronie von Arboth. Was macht denn der da hinten? Hey, mein kleiner Enkel. Ist ein Zwilling und ist krank. Ja, dann RIP. Oh oh, Verbündeter tritt Krieg bei. Ja, aber der kämpft jetzt auch an drei Kriegen. Das ist halt... das ist halt heftig. Ja, der hat kaum noch Truppen. Also ich denke mal, das gewinnen wir ziemlich easy. So, wo ist meine Armee? Ich habe keinen Überblick mehr. Wo bin ich? Da oben. So. Das belagern wir schön. Da wird belagert. Engelbert wird erwachsen. Nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Engelbert. Mit der richtigen Anleitung kann so ein Kind wie Engelbert, das kaum ein natürliches Talent für die diplomatische Einflussnahme zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Dank eines hervorragenden Verständnisses aller Arten von Etikette, der Vertrautheit mit allen Formen der Unterhaltung und einer dazu passenden Eloquenz dürfte er das Leben am Hofspiel meistern. Erhält charismatische Verhandler. Oh, das ist nicht schlecht, guckt's mal. Diplomat, okay. So, Ratsposten, Dings, bla, blub.
Verlobte können heiraten. So, das ist der Engelbert, buckelig, die wird besser. Wir werden in Kempten reingeboren. Ja, mach mal. Ne, das ist ja für unser Bündnis. Allzu gern, Heirat an, bunter Ehe. Sehr schön. Gut. Okay, was ist das hier? Festung? Das ist halt interessant, weil hier eine Leiter steht. Und bei mir nicht. Keine Belagerungswaffen. Der hat Belagerungswaffen. Deswegen kriegt er einen besseren Belagerungsfortschritt. Okay. Ja, ich hätte auch gern Belagerungswaffen, aber Onager kosten halt Geld. Und das Ding ist, das ist zwar cool, aber die kosten halt. Das geht eigentlich. Wird auf 10 erhöht, ja, genau. Könnte man das schaffen. 0,4 pro Monat, schweres Fußvolk, ja. Leichtes Fußvolk, Geländeeffekte. Kontert schwer. Bogen kontert Plänkler. Reiter kontern Bögen. Piken kontern Leicht- und Schwerreiterei. Ah, Schwerreiterei sehe ich noch gar nicht. Guck mal. Gepanzertes Fußvolk kontert Speerträger. Was wohl Pikeniere sind? Art Speerträger. Art schweres Fußvolk. Leichte Reiterei, Bogenschützen, Onager und Onager kontern gar nichts. Okay. Spannend, sehr spannend. So, Söldner gibt, Söldner gesamt, blablub, Soldaten, nicht ausgehobene Truppen 2. Okay. Wird überfallen. Ludmilla sind auf eurem Territorium. Oh. Wo? Aha, Hohenburg. Ja, warte, das ist noch nicht schlimm für mich. Noch nicht. Aber irgendwann. So, das Ding ist, ich habe jetzt gerade kein Geld. Wenn ich hier diesen Anspruch bekommen wollen würde, möchte, dann wird das schwierig. Weil das kostet dann wieder wahrscheinlich 84. Dass das so teuer ist, finde ich immer ein bisschen doof. Ne? Ja, versuch's nochmal. Ich frage mich halt, ob man das auch günstiger bekommen kann, ne? Warte. Das haben wir jetzt bekommen. Dann geht's weiter. 16, 15, 15. Geh mal dahin. Das Gold, habe ich das jetzt bekommen? Ich dachte. Also der Krieg sieht gut für uns aus. König Ludwig ist nicht beeinflusst. Okay. So. Bündnis ausgelaufen. Herzog Brennegar ist gestorben. Der hatte Eltern, Kinder, Maria von Kempten. Hatte einen Ehepartner, hat jetzt keinen mehr. Kann er einen Vorzug wählen? Ich nehme. Ich habe gesagt, ich nehme die linke Stufe. Wird überfallen. Ja. Feindliche Armee gut versorgt. Das ist mir noch egal, ne? Nur wenn sie bei mir reingehen, muss ich halt runterrennen. So, ich wüsste jetzt gerne, ob ich jetzt dann das Geld bekomme oder nicht für diese Belagerung. Zack, 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 zack. Whee! So. Beute 16. Da müsste doch jetzt irgendwas stehen. Ne, noch 2. 18 geht hoch auf. 3. 2. 1. Geht hoch. 16 bekommen. So. Weiter geht's. Das nächste Ding. Bei Belagerung Gefangene gemacht. Lydia Tochter und Erbin. Wir haben eine Tochter und eine Erbin. Das ist stark. Das ist sogar sehr stark. 6 Monate. Alles gut. Hier ist nichts. Klicke, um Massenaktion abzuschließen. Okay. Lösegeld fordern. 50. Gib her, armes Kind.
für einen Gefallen. Ja, oder kann die was? Oh, die ist sehr gut in Bildung. Russisch. Ja, ist egal. Gutes Geschäft, danke. Kann der was? Nee. Komm weg. 9 Jahre. Der kann halt auch nix. Aber weißt was? Der kann jetzt auch mal raus. Was soll das? Ecchio. Bayerisch-katholisch. 9 Jahre. Also die bringen mir halt nichts mehr, ne? Sie hinzurichten bringt halt auch nichts. So. Gut organisierter Aufgebotsdienst. Organisierter Dienst. Besitztumsteuer plus 5%. Das ist gut. Gefangener freigelassen. So, wir haben Geld. Ein bisschen. Das ist gut. Das werden wir aber auch brauchen, wenn wir irgendwo Ansprüche durchbringen. Was passiert hier? Neutrale Armee. Ulm. Ist der im Krieg? Der ist im Krieg, verteidigend. Gegen... den da. What the heck? Aha. Und Ulm wird da jetzt ange... Was ist das denn? LOL, also hallo? Jetzt holt er sich da Ulm. Ja gut, kann er machen. Kann er ja tun. Ja. Der ist schwach. Da werde ich als nächstes Krieg machen. Sobald ich das durch habe, hole ich mir auf jeden Fall Ulm. Und da muss ich mal gucken, ob ich mir dann noch das und das hole. Ich bin so ein bisschen Königreich Bayern. Ja, die Fürstbistümer sind nicht so gut. Herzogkönig. Herzogtum von Tirol, okay. Ah, eine Herzogin. 2 Jahre alt. Kann nicht. Okay. So, hier muss ich natürlich aufpassen, aber den Krieg haben wir so gut wie gewonnen. Wir haben Bündnis aushandeln. Mein treuer Großvater, allzu gern habe ich vorgeschlagen, dass wir die Bande zwischen uns noch stärken, indem wir ein formelles Bündnis schließen. Warte. Oh, wir haben wieder einen Gefangenen. Sohn und Häuptling, gut. Tirol. Die hat 700 Truppen. Ein formelles Bündnis. 100 Jahre lang Meinung. Ein formelles Bündnis. Einfach so? Ja. Wie kann ich denn formelle Bündnisse machen? Hallo? Ich würde gerne ein formelles Bündnis mit dem machen. Formelles Bündnis. Also das... Hallo? Das täte mich mal interessieren, weil danach suche ich schon lange. Bisher hieß es immer nur mit Kindern, ne? Was heißt denn, gucken wir mal, ob ich dadurch was finde. Form Alliances. How to form Alliances. Okay, da. Wenn die Seite mal laden würde. Nicht. Okay. Allianz in der Form of Paper, but you'll need family members. Ja. Arrange marriages. Das weiß ich, genau. Durch
Ah, warte mal, wir sind hier. Sollten wir vielleicht noch was einnehmen? Gehen wir da hoch. Ah, das ist nichts wert. Das da? Besser. Ja. Alliances, Cousins, Family, your children, grandchildren, outrank most. Ja. Orange Marriage, Kandidat. Okay, don't lose hope, bla bla bla. Okay, that's it, you may as well need to hurry. Was steht da noch? Ja. Okay. Ja, Allianzen brechen und Dingsen. Army Power, ja gut, aber formelles Bündnis scheint man als Spieler nicht machen zu können. Schade. Sehr, sehr schade. Aber gut. So, wir haben wieder einen Gefangenen gemacht. Der könnte ja Geld wert sein. Nein. Der ist gar nichts wert. Lösegeld fordern. Ich erhalte ein schwaches Druckmittel. Häuptling. Warte mal. Die hat Herzen. Ist das was anderes? Sächsisch, katholisch? Nee, das ist was ganz anderes. Sieht zwar ähnlich aus, ist es aber nicht. Ich will aber kein Druckmittel, ich will Lösegeld. Gold oder gefallen. Ja, was will ich von der? Ah, warte. Von Brehme. Angriff, das ist irgendwie komisch. Ich lasse es mal, keine Ahnung, muss ja nicht, ne? Muss nicht. Soll halt bei mir versauern, wenn's den Leuten gefällt, dann whatever. Wieso haut der jetzt ab? Hallo? Why? Das gehört gar niemandem. Gib doch nicht auf, wir haben das fast. Wo sind die ganzen guten Armeen? Da hinten. Bäh. Da muss ich gut aufpassen, dass da oben jetzt kein Schwachsinn passiert. Da muss ich sehr gut aufpassen. So, Rat, Ritter, Ränkespiel. Nein, Hof, Ritter. Oh, Hof, ich habe keinen Hofarzt. Warte mal. Moment. Hofarzt. Wo ist denn mein Hof? Guck mal. Okay, Hof. Wir hatten am meisten Bildung. 1, 0, 1, 12. Der Bischof, ja, der nicht. 9, 10, 5, 0, 7, 7, 4, 4, 2, 2, 3. Gefangen. Er kann auch nichts. Wow. Uff, okay, ich habe keinen Hofarzt. Na toll, okay. Dann spielen wir halt ohne Hofarzt. Du-du-du-dum. Was kommt da an? Oh. Ja, wenn ich da mich zurückziehen muss, dann mache ich das auch.
ist das denn für eine Armee? Die fliegt hier auf dem Fluss entlang. Schaut's mal. Das ist ja krass. Da hat's eine Furte zwischen Hamburg und Buxtehude. Was es damals schon Buxtehude gab. Krass. Ich muss hier sehr gut aufpassen. Furte zwischen Hevelia und Weben. Weben kenne ich gar nicht. Hevelia natürlich auch nicht, aber... Weben. Ja, was ist jetzt mit seinen Armeen hier? Da irgendwie hampelt er rum? Ach, befreit der das jetzt? Das wäre ja spannend. Bremen wird jetzt befreit. Das wusste ich nicht, dass man das machen kann. 700 Truppen, da sind Truppen. Ich glaube, ich sollte hier abhauen. Das ist mir zu heiß. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Geh mal lieber da runter. Na komm. Ja, der verfolgt mich jetzt. Das gefällt mir nicht. Er geht nach Dessau. Das kann er machen. Okay. Wenn er an Dessau vorbeigeht, muss ich weiterlaufen. Aber dann habe ich ein Riesenproblem. Dann muss ich schnell reagieren. Nee, er haut wieder ab. Okay, okay, geht woanders hin. Die Armee wäre schwach. Die Tirolkrieger. Der belagert da. Verbündeter tritt Krieg bei. Wir haben's. Mach Ende. Komm schon. Wir haben's. Fertig. Easy. Go. Wollen wir nicht mal belagern. Ich hau jetzt hier ab. Das ist zu heiß. Ich geh heim. Ich geh wieder nach Hause. Wir haben die 100%. Wenn sie jetzt nicht die Lösegeld und Zeugs und Forderung machen will, dann nicht. Dann hat sie Pech gehabt. Ich habe mitgekämpft. Mehr mache ich nicht. Das war's. So. Also, ne, bei aller Liebe, irgendwann nicht. So, wir haben den von Herzog Lüttgard von Angria angeführten Krieg gegen Lutetia gewonnen. Graf Bruno erhält den umkämpften Titel. Glückwunsch. Ja, der hat verkackt. So, Graf Bruno von Minden erhält die Grafschaft von Magdeburg und die Stadt von Mockern. Herzog Lüttgard erhält schwaches Druckmittel und hat 15 Ruhm erhalten. Die Verbündeten teilen sich 15... Prestige basierend auf ihrer Beteiligung auf. Meine Kriegsbeteiligung. 72%. Ihr kriegt 10 Prestige. Und ein bisschen Meinung. Wow, 10 Prestige ist halt nichts. Aber Ruhm ist ganz nice. Tooltip-Modi. So, dann sind das jetzt keine Feinde mehr. Gut. Da ist wieder Frieden. Ich kann erst alle auflösen, wenn wir daheim sind. Das ist sonst zu krass. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Ja, das der hat halt Pech gehabt. Der kann halt auch nichts. Graf Stefan ist verwundert. Immer noch. Amelrich von Memmingen. Der ist gut. Guck mal. Der ist gut in diesen Dingen. Das könnten wir machen, weil der will nix. Dann kriegt jetzt der Graf, der Bürgermeister Amelrich, kriegt jetzt das hier. Zack. Dann ist er zufrieden. Super coole Sache. Brennegar kann halt nichts. Der hat verkackt. Sorry. Gibt's nicht. Ich kann nicht jedem Vasall, nur weil er was will, irgendwie irgendwas geben. König Louis dem Stammler den Krieg erklären. Was ist denn das für ein Anspruch? Ja, nein. Nein, nein, nein. 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 Graf Bero? Das können wir machen. Der ist weit unterlegen, der hat keine Chance, das kann ich mir holen. Easy. Mache ich auch gleich. Komm schon. Okay, auflösen, auflösen, Graf Bero den Krieg erklären. Der hat als Verbündeten diesen kleinen Typsi, das ist voll egal, gib mir das, alle anderen ausheben. Nee, okay, whatever.
Ihr könnt Verbündete in den Krieg rufen, ihr könnt Haus Margarete rufen. Die wird einfach annehmen und das kostet nichts. Hausmitglied. Ah, deswegen. Okay, wieder was gelernt. Hilf mir. Easy. Ratsposten ist egal. Luitgard, das kostet Geld, das brauche ich nicht. Also Prestigegeld. Okay. Das ist ein Verbündeter. Ne, das ist meine Armee. Neumar. Kann ich den? Ah! Und wie stark ist dem seine Armee? Ich sehe hier gar nichts. 100. Aber ich habe hier keine Ritter und nichts. Seid gegrüßt, Großvater. Natürlich werde ich mich anschließen. Männer von Tirol fürchten. Cool. 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 Ja, dann wollen wir mal. Zwischen den Fronten. Heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Ruthilde wollte vor den anderen eine Predigt halten, wurde hier im kleinen Rangelang. Konstanze ging dazwischen und versuchte nach Kräften sich zu verteidigen. Tapfer, tapfer ist sehr gut. Wahrscheinlichkeit in der Schlacht zu sterben. Gut, sie muss ja nicht kämpfen. Aber Vasalle sind gut und blablabla. Ansonsten ruhig. Schreckensverfall, Anspannungsverlust. Ich bin ein bisschen angespannt. Aber... Also ruhig ist auch nicht schlecht. Religiöser Eiferer? Naja, ich weiß ja nicht. Kriegsführung. Frömmigkeit. Aber... Die ist kein Erbfolgeding, sondern nichts. Eigentlich ist das voll egal, was die wird. Ich hoffe, sie stirbt nicht. So. Wir gehen dahin. Stopp, 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 stopp. Hier geht's beide dorthin. So, hier kommt irgendwas von Hamburg. Hammelburg. Whatever. Ist nicht weiter tragisch. Augsburgischer Anspruch. So, da kommen wir verbinden. Beeinflusst, der König Ludwig. Der mag mich. Verlobte können heiraten. Kempten. Stefan und Landina. Und die sind Genie und robust. Oh yeah, oh yeah, das ist mein Dream Team. Und ich krieg ein Bündnis. Das ist sehr stark. So, die werden... Also der ist mein Nachfolger. Und mit dem werde ich einiges machen können. Der hat viel Frömmigkeit im Vergleich zu mir. Prestige geht so, aber... kein Gold, braucht er auch noch nicht. Aber er hat robust, was gut ist. Gesundheitsbonus, Anziehungsmeinung, ist vererblich. Brillanter Stratege, ist glaube ich nicht vererblich. Das nicht. Aber sie hat... Gute Werte, sehr gute Werte als Frau zum Helfen. Genie ist mega nice, das heißt, deren Kinder haben die Möglichkeit, auch Genies zu werden. Lebenswandelerfahrung geht sogar hoch. Sie ist ein Bastard. Das ist natürlich nicht so toll. Aber davon abgesehen, hammergeil. Richtig, richtig nice. So. Durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur und das Einsetzen... haben die Bewohner bayerische Tradition angenommen. Yay! So, wo können wir noch... Wo können wir noch Kultur spenden? Die sind schwäbisch? Die sind schwäbisch? Ja, dann go! So, die Stadt kann ich nicht belagern. Dann gehen wir jetzt da hoch. Also der hat gar keine Ritter und der hat zwar 5 Ritter, aber keine Truppen. Und die kommen da auch noch hin und helfen uns, also easy. Und das belagern wir jetzt schnell, dann gehört es mir und dann sind wir cool. So, und dann fingieren wir den Anspruch noch und dann müsste es gut sein, dass der Ritter, den ich dort eingesetzt habe, mein Vasall,
sich denkt, hey, nice, jetzt ist er ja hier komplett Vasall, easy, easy und gut ist. Seid gegrüßt, Herzog Gundbert. Sowohl weniger glaubwürdige, mach mal, danke. So. Heirat, Stefan, blub, blub. Kann der Gute... Kann ich mir noch was holen? Ulm wird schon belagert. St. Gallen ist nicht so gut, sich zu holen. Das gehört ihm. Tirol. Ja, das ist ja mein... Mein Dingselchen. Ich würde mir sehr gern das Herzogtum von Bayern einverleiben. Ich glaube nur nicht, dass das klug ist, weil der hat sehr viel Prestige. Der hat Gold. Das heißt, wo ist das denn? Regensburg. Das heißt, der könnte Stress machen. Und er ist verbündet mit denen. Okay, das ist egal. Denen. Das ist auch egal. Okay. Verteidigen gegen Herzog, schlag mich tot. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, der Herzog. Das Ding ist halt, ich selbst hab halt hier einen sehr starken Verbündeten. Na? Deswegen würde ich gerne mal wissen, kann ich Ansprüche fingieren? Gemeinde fingieren in Grafschaft Regensburg. Ingolstadt. Ich kann... Bildungswert von Bischof beansprucht nicht angrenzende Grafschaft. Ah, angrenzende Grafschaften sind besser. Ah, guck mal, da lernen wir schon wieder was. Eine angrenzende Grafschaft macht es besser. Nicht angrenzende Grafschaft. Hier schon. Ingolstadt. 18 Monate. 3 Jahre. Da muss man aufpassen. Ich habe immer nur wild rumgeklickt. Gucken wir uns mal Ingolstadt an. Also ich möchte jetzt schon gucken. Mal schauen. Ulm kann ich mir irgendwann holen. Aber das passt. Würde ich mal sagen. Also das ist ziemlich easy. Ja. Ne? Gut, das hat sich erledigt. Dumm. Fertig. Der haut ab, der geht kämpfen, ist gut. Korruption gesenkt. Danke. Dann gibt's auch bald wieder mehr Kohle. Jetzt ist er wieder da, jetzt geht er wieder weg. Jetzt ist er wieder da, jetzt geht er wieder weg. Jetzt ist er wieder da, jetzt geht er wieder weg. Aber das gehört gleich uns. Und dann gehört das uns und fertig ist. Na? Können da nicht viel machen. Nee, das ist durch. Bekanntheit, ja. Was hat sich getan? Verbündete, Kriege, Ratsposten. Gemeindekontrolle in Burgau. Aha. Okay. Warum? Weil wir immer noch unzureichende Verwaltung und Gemeindekorruption haben. Dann sollte ich mal gucken, dass der gute Herr hier die Kontrolle in Burgau wiederherstellt. So. Das gehört uns. Der will jetzt zwar hier nach Eichstätt, aber da kommt er. Also, selbst wenn er hinkommt, was will er machen? Er kann es nicht wirklich belagern. Meine Garnison ist zu groß. Ja, der rennt da durch, der macht seinen Schwachsinn und das war's. So, wir haben eine Geisel genommen. Und ich kann die Forderung erzwingen. Wir halten Ruhm. Zack. Sehr schön. So sei es. Das gehört jetzt mir. So, wir sind wieder über der Domänenschwelle. Erstmal alle Armeen auflösen. Gut. Dann kann ich hier... Oh. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt Leuchtenburg holen. Grüningen. Könnte ich mir holen. Das Ding ist halt... Dann würde ich dem König hier den Krieg erklären. Und dem König jetzt den Krieg zu erklären, weil ich eine kleine Grafschaft haben will...
Nee. Nee. Okay, Ulm ist die gleiche Geschichte. Wenn ich dem den Krieg erklären will, ist es wieder der König, also nee. Was haben wir noch? Wir haben noch Brixen. Das ist mein Vasall. Ja gut, dem gehört Brixen. Ich hätte gern Brixen. Kann ich nicht machen, ist mein Vasall. Auch interessant. Wahrscheinlich geht das nicht, weil er mein Vasall ist und einen echten Titel hat. Und das schlägt meinen kleinen Anspruch. Weil ich kann hier zwar Anspruch erbitten vom Papst, ich kann beeinflussen und Mündel und so, Mord, bla bla, Titel vergeben, bläh. Ich weiß nicht, wie gut so ein Mordkomplott ist. Ach so, wirklich gut. Nee, muss nicht sein. Der ist nur verlobt. Okay, Brixen geht auch nicht. Dann haben wir nur noch Leuchtenburg. Und Leuchtenburg gehört halt schon wieder dem König. Na gut. Das geht immer noch nicht. Ja, dann muss ich warten. Dann geht nicht. So, ich habe einen Gefangenen gemacht. Ich muss allerdings Hohenburg abtreten. Was ist hier das Problem? Unlängst geplündert, hat keine Aufgebote, zahlt keine Steuern. Vergeben an. So, wen haben wir da? Ratsmarschall und Ritter. Das wäre gar nicht schlecht, weil der kann was. Ne? Seine Verwaltung ist nicht gut. Bauern wird der Wald verweigert. Oh, das ist nicht so. Da machen wir einen Schultheißen. Oh. Engelbert hätte Ansprüche auf den ganzen Schwachsinn. Aber das ist der Bucklige. Nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Landfried. Es ist ein Ritter von mir. Wird euer Marsal. Bams. So. Ist ja trotzdem Teil meines Reiches, ne? Ja. Sehr schön. So, ich habe vier Titel. Herzogtum, Grafschaft, 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 Grafschaft. Okay. Passt, würde ich sagen. Sieht gut aus. Und dann kann der sich jetzt darum kümmern, dass das hier irgendwann mal besser wird. Hoffe ich. Stadt. Dorfzentrum. Gibt Geld, theoretisch. Okay, Steuern sind 4,8. Das ist in Ordnung. Krieger klären schlecht gerade. Vasallen Pech gehabt. Ihr könnt den Herd von Nordgau schaffen. Ah! Ein weiteres Herzogtum. Will ich das? Weil... Also... Weil wenn ich das mache, gehört mir das nicht. Aber... das weiß ich nicht, wie gut das ist. Das weiß ich nicht, wie gut das ist, ein weiteres Fraktion geschaffen. Okay. Ich wollte noch bei mir im im Nachfolgefall verlorene Titel aufgrund von des Reichs. Bundteilung.
Das ist natürlich doof. Dann verliere ich den ganzen Quatsch hier. Aber ich kann nichts anderes machen. Also, ne, Bundteilung ist halt das Aktuelle. Alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Mehrere Erben, Einzelerben. So. Ihr habt keine hohe Lehnsautorität. Der stimmt nicht zu. Aber ich kann da auch gar nichts gerade ändern, ne? Das wird noch sehr lustig. Haus Senex, lol. Okay. Spannend, spannend. Seid gegrüßt. Es ist deutlich geworden, dass euer Bischof daran arbeitet, falsche Unrecht Ansprüche auf Grafschaft für Ingolstadt zu erheben. Glaubt ja nicht, dass solche Art unerhörter Taten ohne Folgen bleiben werden. Aha. Toll. Was hat denn der jetzt schon wieder verkackt hier? Sag mal. Wieso mag der das jetzt nicht? Fingierter Anspruch enttarnt. Uff. Das gefällt dem nicht. Ich dachte, ich hätte dann Stress mit dem und nicht mit dem. Oh Mann, Leute. Leute, Leute, Leute. Gegen König Ludwig IV. Ja, ist das nicht mein Vasall? Herr Lehnsherr, meine ich ja. Wieso kann ich dem seiner Fraktion nicht beitreten? Geht nicht. Okay, ist egal. Ich wollte was ganz anderes gucken. Meine Kriegsgefangenen wollte ich anschauen. Tschüss, hau weg. Naja, also schlecht ist es ja so an und für sich jetzt gar nicht, ne? Ihr habt den Druckmittel erhalten. Ein gutes Geschäft. Nicht wirklich, aber okay. Bundteilung. Das ist halt schon doof, ne? Also ich krieg da Stress. Kann ich mal wieder was machen? So eine Jagd oder irgendwie sowas. Obwohl ich schon alt bin. Ja, das geht schon. Das geht erst gleich. Nämlich jetzt. Prestige zu erhöhen. Meinung und Meinung. Kostet aber viel Geld. 5 Jahre lang, dass Anspruchsteller mit relevanten Ansprüchen als Gäste an meinen Hof. Das ist doch mal interessant. Das probieren wir mal aus. Wahrscheinlich habe ich das Geld nicht dafür, aber hey. Das ist neu, Anspruchsteller. Weil dann brauche ich kein Zeugs mehr fingieren. Ich meine, ich probiere das jetzt hier, ich mache das jetzt hier, aber das ist interessant. Okay, ich glaube, ich spiele noch ein bisschen. Und dann lasse ich es für jetzt dann auch wieder gut sein. Ulm, ist da immer noch Stress hier? Hat einen Anspruch auf Grafschaft Como. Aha. Das ist zwar schön, aber die hat auch einen Ehepartner. Und das ist zwar schön, wenn die jetzt bei mir ist, aber solange ich die nicht einheirate, kann ich damit nichts machen, weil... bringt mir halt nichts. Das wundert mich so ein bisschen, wie ich da jetzt von profitieren soll. Trunkenbold. Oh. Robust. Bucklig. Enkelin ist bucklig. Glückwunsch. Verdient Respekt. Ihr seid das Kulturoberhaupt der Bayernkultur. Hey, das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Okay, Gesundheit, Organisator, Ratsmarschall. Verdient Respekt. Heirat, eure Bekanntschaft. Eure Kultur ist das Interesse, Planarversammlungen entdeckt. Ein neues Interesse kann ausgewählt werden.
Eure Kultur. Planarversammlungen entdeckt. Ich kann was Neues auswählen. Eure Kultur ist jetzt interessiert an der Innovation Stadtplanung. Habe ich das gerade ausgedrückt oder nicht? Ihr könnt einen neuen Vorzug leben. Ja, das ist nett, aber Leute, Stadtplanung. Okay, wir wollen Stadtplanung. Na gut. Ich bin schon alt, ne? Das wird langsam echt gefährlich. Irgendwas wollte ich gucken, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja genau, die ist sie jetzt an meinem Hof? Bringt mir das irgendwas? Hat Anspruch auf eine Grafschaft. So, das ist schön. Ich kann die zu meinem Höfling machen. Oder ich könnte... Niemand am Hof von ihr kann er. Ja, die soll heiraten. Oder mein Hofarzt werden oder irgendwie sowas. Also, puh. Ja, da geht nur das da drüben weg. Das ist jetzt seltsam, weil die hat zwar Ansprüche, was gut ist, aber ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Ist 28, 19 Kampfgeschick. Was kostet der? 30. Ja, komm mal her. Eure Gäste. Boom. So, das Ding ist halt jetzt. Perfekt. Wenn ich denen den Krieg erkläre. Genau, dann habe ich Krieg mit ihm. Und das will ich nicht. Also das ist nicht gut. Ich habe zwar Ingolstadt, ich dürfte mir das holen. Grünlingen auch und Ulm auch, aber nicht solange der noch so stark ist. Ist natürlich bedauernswert. Tirol ist mein irgendwas. Enkel. Cool. Ja, das werde ich irgendwann verlieren wahrscheinlich. Da gibt's halt nichts, ne? Das ist halt weit weg. Fränkisch. Okay, ich muss sagen, ist nicht beeinflusst. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen lost, was ich als nächstes tun soll. Weil auch Nürnberg gehört da dazu. Das gehört da dazu. Breisgau gehört auch da dazu. Alles gehört überall da dazu. Ist jetzt nicht so nice. Ich dachte, wenn sich seine Leute untereinander kabbeln, dass ihm das egal ist, aber das ist es nicht. Ja, das ist Herzog Tassilo von Bayern. Der als Verbündete halt die hat, ihre militärische Stärke ist unterlegen. Ja, das Problem ist, ich habe gerade kein Prestige, weil ich dumm war. Sonst hätte ich mir das locker holen können. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. Hätte ich gern gemacht, bringt mir aber gar nichts, weil der hat Prestige des Todes und Gold und ich nicht. Das kann ich nicht machen. Okay. Ich könnte so viele. Von Böhmen. Wow. Uff. Sehr interessant. Schwaben.
Ich meine, er alleine, aber der hat dann auch Prestige, ne? Der kann auch Leute reinrufen, ist nicht so gut. Ja, nee, Königen. Königen jetzt hier den Krieg zu erklären, ist nicht so gut. Dem auf gar keinen Fall. Kann ich mir nicht leisten und läuft nicht gut. Nee. Wollen sie nicht. Okay, also ich kann hier gerade gar nichts machen. Ich habe kein Prestige, ich habe kein Gold, um Prestige zu machen. Ich habe ein bisschen Frömmigkeit, aber der Papst mag mich nicht, weswegen ich da auch gar nichts machen kann. Er ist so alt, Mann. Ja. Nee. Okay. Also da geht gar nichts. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Da muss ich warten, dass sich was tut. Manchmal ist man halt auch zum Nichtstun verdammt. Aber dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Kontrolle ist bald durch. Das Fingieren brauche ich gerade nicht. Im Rat, das sieht okay aus, würde ich sagen. Geht schon. Der wäre noch mal ein bisschen besser, aber. Oldenburg. Das ist nice. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit machen kann. Also das muss ich mal googeln, wie mir das hilft, Anspruchsteller einladen. Weil klar, Anspruchsteller mit einem Titel. Herrscher können sie durchsetzen, indem sie Anspruch Kriegsgrund verwenden. Dieser Kriegsgrund kann auch eingesetzt werden, um die Ansprüche von Vasallen und sogar landlosen Charakteren im eigenen Reich durchzusetzen. Ah ja. Okay. Also wahrscheinlich, weil die einen starken Anspruch hat, könnte ich sagen, hier, wenn die Teil meines Hofes ist, kann ich für sie diesen Anspruch. Das müsste ich mal ausprobieren. Das Problem ist bloß, zum einen, also die sind ja in meinem Hof, ne? Hier zum Beispiel, so. Aber die einzuladen kostet viel Geld. Das Geld muss ich haben, dann ist sie Teil meines Hofes. Dann kann ich, also das ist ähnlich teuer wie Ansprüche fingieren. Nur ein bisschen stärker. Dafür weißt du nicht, welche Ansprüche du bekommst. Naja. Okay. Aber dann mache ich hier erstmal Ende. Sag schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.